Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ihr habt sowas wirklich immer gerne und ich sehe es immer wieder unter diesen Videos. Deshalb habe ich gedacht, machst du das für diese Season am Start auch nochmal und hoffentlich auch zum Ende hin, wenn der Event-Shop häufiger mal aktualisiert wird. Ich muss sagen, ich freue mich, das Video zu machen, denn es gibt ein paar sehr gute Zufälle und die treffen jetzt hier ein. Beispielsweise Cloaked Star. Ist natürlich ein mythischer Held. Damals musste man sich den erspielen. Jetzt ist er im Event-Shop drin. Bitte nicht aufregen. Es ist halt so, der bringt den Teamvorteil Rundflug mit. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Cloaked Star. Das bedeutet, Rundflug sorgt dafür, dass die Wurfsterne zu einem zurückkehren und nochmal Schaden verursachen. Quasi Bumerang. Wurfsterne. Also für Ninja-Spieler ganz nice. Ich erinnere euch an das unendlich Wurfsterne-Setup, was ich euch da mal vorgestellt habe. Auch mit Rundflug und mit dem Teleporter, wo sich meine Wurfsterne die ganze Zeit durch die Teleporter wie eine Todeswand bewegt haben, wo kein Gegner durchkam, was einfach krasser war als ein Fallentunnel. Ich erinnere euch an das Video. Ich habe es euch auch mal ganz am Ende verlinkt nochmal. Für die Leute, die es nicht mehr wissen. Oder halt auch in der Beschreibung verlinkt. Für die, die am Ende nicht auf die Links klicken können. Ich kenne das, bei meinem besten Freund ist es auch so an der Konsole. Da spinnt das immer rum. Also, ist schon echt nice. Tatsächlich. Lohnt sich für den Teamvorteil. Ganz ehrlich, bei jedem mythischen, egal wie schlecht der mythische Held ist, ich würde euch jedes Mal empfehlen, wenn ein mythischer Held auftaucht, den ihr noch nicht habt, dann kauft ihn euch. Er bringt einen Teamvorteil mit. Das ist auch schon das, was es wert ist. Dann gibst du 3200 Gold dafür aus, dass du eventuell 30, 40, 50 deiner Helden-Setups, die du irgendwo mal irgendwann gebastelt hast, verstärken kannst. Also, wenn jemand sein Gold safe ausgeben möchte, dann ist es ein mythischer Held mit einem Teamvorteil. Gut, was jetzt zum Beispiel keinen Sinn ergibt, ist, wenn ihr absoluter Ninja-Hasser seid, ja, der größte Ninja-Hater, ich meine jetzt nicht den Battle-Royale-Spieler, ich meine die Klasse in Rette die Welt, dann lohnt es sich natürlich eher weniger, zum Beispiel hier jetzt 3200 Gold auszugeben, würde ich euch trotzdem empfehlen. Ganz ehrlich, weil es ist im Event-Shop, ihr habt bis Season 11 Zeit, bis das Event zu Ende ist. Also 3200 Gold in über 60 Tagen sollte machbar sein. Dann haben wir hier drin Super Shredder, eine alte Favoritenwaffe von mir. Hat immer noch den, ich sag mal, Bug. Wenn man die Magazingröße erhöht, anstatt die Nachladegeschwindigkeit zu verbessern bei den Perks, dann hat man immer noch eine schnellere Nachladezeit, was einfach absurd ist. Aber wenn man halt die Kugeln einzeln in die Waffe reinlädt, ist das so bei der Waffe. Finde ich relativ witzig. Würde ich sie aktuell noch empfehlen. Ich persönlich habe aufgehört, sie zu spielen. Aber wenn, dann würde ich sie als wahrscheinlich eher als physische Waffe benutzen, tatsächlich, um Laserbrudis wegzuschießen. Aber das auch eher weniger, weil es gibt ja die Militärwaffen jetzt zum Forschen, ne, im Album. Also, da ist dann die Verheerer dann doch eher die Wahl. Super Shredder, würde ich aktuell persönlich nicht mehr empfehlen. Es gibt bestimmt noch viele Spieler, die damit gerne spielen, weil sie die Verheerer zum Beispiel nicht haben oder weil sie das Shotgun Spray sehr mögen. Verständlich, es ist eine coole Waffe. Aber ich selbst spiele sie zum Beispiel nicht mehr. Terminator könnt ihr sofort die Finger von lassen. Also ich glaube, es gibt keine Waffe mit einem hässlicheren Rückstoß beziehungsweise mit einem hässlicheren Spray, sobald man anfängt zu schießen. Klar, es ist ein MG, es ist mega ungenau. Wandlichter. Ja. Ist damals, wirklich ganz damals, als 100er Zonen das Maximum war und es gab keine Challenges, ja, sogar noch vor der Hordenzeit, da waren Wandlichter eigentlich ziemlich Schrott. Mittlerweile muss ich sagen, wir hatten Horde bekommen, dann kam Frost Knight, jetzt kommt Ausdauer. Ich finde, dass Wandlichter seit dem Horde-Modus, seit wir Gegner hatten, die über Level 100 waren oder über Level 118, sehr, sehr nützlich geworden sind. Also man kann sie sehr gut benutzen an taktischen Punkten. Ihr habt ja auch gesehen, die letzten, ich glaube, 2 Fallentunnel-Videos, die ich gemacht habe, da kamen auch Wandlichter drin vor. Und die Tunnel sind einfach brutal effektiv. Ganz ehrlich, holt sie euch, selbst wenn sie euch nur im Sammelalbum fehlen. Die sind auch im Event-Shop, auch bis Season 11. Ihr habt schön lange Zeit. Überlebender, immer kaufen. Immer kaufen. Das ist das Wichtigste. Das wisst ihr aber mittlerweile und ich gehe euch bestimmt total auf den Sack. Das hier verstehe ich überhaupt nicht. Wieso sind
seltene und epische Skizzen jetzt bei den Eventgegenständen. Wenn wir das... Warte mal, haben wir das nicht mehr hier? Ah, die haben das rausgenommen aus dem wöchentlichen Shop und haben es jetzt unbegrenzt in den Event-Shop reingeschmissen. Ja, also wer zu viel Gold hat, ne? 91.000. Könnt euch ja epische Skizzen kaufen und dann wiederverwerten, da kriegt ihr Waffenentwürfe. Hey! Nein, natürlich nicht. Das sind Sachen, würde ich niemals sagen, kauft ihr euch. Nur, wenn ihr so viel zockt und so viel Zeit habt, dass ihr den gesamten Shop leer gekauft habt und ihr habt immer noch 4-5 Tage Zeit und ihr denkt euch, ich habe eh noch 600.000 Gold, dann okay, aber ansonsten würde ich es echt sagen, nee, lasst die Finger davon. Außer ihr wollt Sammelalbum auffüllen. Für Belohnungen wie epische Vorteil Plus, legendäre Vorteil Plus und sowas. Die Ratterer. Ja, sehr, sehr nicer Zufall. Das ist eine Waffe, die hattet ihr euch vor kurzem nochmal gewünscht, dass ich euch die vorstelle. Das Video ist, ich glaube, eine Woche alt, dass ich euch die Ratterer erneut vorgestellt habe. Ich spiele meine immer noch auf Wasser. Ich bin auch zufrieden. Also, ja, wer ein detailliertes Video zu der Waffe möchte, was normalerweise donnerstags kommt, wenn was Neues in den Shop kommt. Ja, heute gibt es halt kein detailliertes Video zu der Waffe, weil es gibt die Waffe schon. Deshalb gibt es direkt ein What's in the Shop Video. Einziehbare Bohrenstacheln. Ist eine Falle, die macht echt ordentlich Schaden. Ganz ehrlich, solltet ihr euch zulegen, ist immer mal ganz nice zu haben. Auch wenn ihr sie erstmal nicht levelt, haben ist besser als ewig danach suchen. Stampede und Nagelpistole sind, ja, zwei Waffen, die würde ich nur empfehlen, fürs Sammelalbum zu holen, also eigentlich gar nicht. Legendäre Kraftquellen, denkt dran, Militärwaffen sind jetzt diese Season dazugekommen ins Sammelalbum. Vielleicht hat doch der ein oder andere noch keinen Edelwerfer, also legendäre Kraftquellen. Denkt dran, ihr könnt euch damit ganz einfach das aus dem Sammelalbum rausziehen, was ihr haben wollt, beziehungsweise erforschen, so nennt sich das. Damit ihr auch wisst, welcher Club der richtige ist. Mönchemörderin Sarah hat den Bonus mit dem Attentat. Ganz ehrlich, für Nahkampfspieler oder für Spieler, die ab und zu mit Nahkampfwaffen spielen, finde ich das richtig gut. Also kann man nichts falsch mitmachen, umso mehr Schläge man mit einer Nahkampfwaffe macht, desto mehr Schaden verursacht man. Hab auch ein Video dazu, dürft da auch gerne reinschauen. So, Sonnenuntergänger ist das hier, oder? Nee. Räuber-Scharfschützengewehr, wie heißt denn hier auf legendär? Egal. Finger weg. nicht toll. Nicht toll. 0,8 Schussrate. Wenig Schaden. Verheerer ist besser. Verheerer ist einfach besser. Weiterentwicklungsmaterial. Für alle Leute, die neu dazugekommen sind, am seltensten werdet ihr Sturmsplitter brauchen. Danach am seltensten Auge des Sturms. Danach Blitz in der Flasche und am häufigsten braucht ihr Regentropfen. Also solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht jede Woche Sturmsplitter kauft und dann merkt, Mist, ich kann mir Auge, Blitz und Regentropfen nicht kaufen und ihr kauft euch 20 Wochen in Folge Sturmsplitter. Da solltet ihr wirklich drauf achten. Schaut bei euch in die Ressourcen rein, das habe ich auch im letzten Shop-Video nochmal gesagt. Schaut, wie ist das verteilt. Guck mal, ich habe 1200 Sturmsplitter. Ich werde mein Leben lang nie wieder welche farmen müssen. 1200 ist schon echt viel. Aber ich habe nur 4800 Regentropfen. Und klar, 4800 ist viel mehr als 1200 Sturmsplitter, aber es sind, wenn man mal schaut, was es kostet, etwas zu entwickeln, sind das super wenig Regentropfen im Vergleich zu Sturmsplittern. Also denkt dran, Regentropfen braucht ihr am meisten, dann braucht ihr Blitz in der Flasche, dann braucht ihr Auge des Sturms und super selten braucht ihr Sturmsplitter. Darauf solltet ihr mal achten, wenn ihr hier im Shop unterwegs seid. Da gibt es noch zwei epische Überlebende. Und Vorteil plus selten habe ich ewig nicht gekauft, aber gut, kommt immer bei jedem Spieler drauf an. Aber die hier muss ich sofort kaufen. Ich habe nämlich alle Fallen umgepirkt, denn, Kurzinformation ganz am Ende, die Dachdecker, die ja mein Dach kaputt gemacht haben, also mit dem Loch im Dach, die sind weg. Die haben ihr Gerüst gestern abgebaut, als ich mein Auto putzen war und ich bin absolut glücklich. Das bedeutet, ich kann mich jetzt endlich länger als 2 Stunden zu Hause aufhalten oder überhaupt zu Hause aufhalten, ohne dass ein Gesicht vor meinem Fenster ist, ohne dass man sich beobachtet und unwohl fühlt. Deshalb bin ich gerade dabei, Ausdauermodus vorzubereiten, weil ich mich endlich zu Hause aufhalten kann, ohne, ja, dass man sich mega unwohl fühlt. In diesem Sinne, Outro kommt.